Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute wird's mal so richtig cringe werden, denn wir suchen uns eine Freundin für Fortnite. Ich habe gesehen, Maxify hat das Ganze vor 3 Jahren auch schon mal gemacht. Könnt ihr gerne auf jeden Fall auch mal abchecken. Und zwar müssen wir dazu auf die IPAL-Seite gehen, denn da gibt es Leute, die bieten einfach an, dass sie mit euch verschiedene Spiele spielen. Ich zeige euch das Ganze einfach mal. So, wir sind jetzt auf der Seite drauf. Ihr seht auch schon, ich habe mir hier einen Account erstellt. Ich habe auch schon diverse Nachrichten hier irgendwie bekommen. Es geht auf jeden Fall richtig ab. Und wenn man jetzt auf Spiele geht, kann man hier auf jeden Fall das Spiel auswählen, was man haben möchte. Wir nehmen natürlich Fortnite, ist ja wohl ganz klar. Was ist denn Fortnite hier? Ruby Fortnite, auswählen. Und jetzt werden uns die Leute vorgeschlagen, die halt für Fortnite verfügbar sind. Und ich sag euch, das sind schon relativ viele. Oh mein Gott, wie heißen die denn hier alle? Wir haben hier Suso, Sleepy. Okay, sind auch Boys auf jeden Fall dabei. Glaube ich zumindest. Das sind auch nicht alle. Man kann hier auch noch filtern auf jeden Fall nach Sprache. Das machen wir jetzt auch mal ganz kurz. Oh mein Gott. Jetzt kann man die einstellen. Sprache Deutsch, Geschlecht auf jeden Fall. Machen wir mal weiblich. Okay, Alter kann man auch einstellen. Was ist das andere denn? MBTI-Persönlichkeit. Was ist das? Keine Ahnung. Rolle check ich auch nicht. Preise kann man auch einstellen. Und zwar seht ihr schon, ein Buff ist gleich $1. Hier gibt es einfach Leute, die bieten das Ganze pro Spiel an oder pro 30 Minuten. Stellt euch mal vor, ich brauche 3 Stunden für eine Aufnahme. Ey, danach bin ich doch blitzeblanko auf jeden Fall. Man, ich kann hier auch das Rating gucken. Das sind anscheinend Bewertungen. Das ist ja voll crazy, Mann. Als ob ich gerade irgendwie eine Essensbestellung oder so mache. Manche sind sogar irgendwie auf Twitch live. Voll krass. Dann ist irgendwie der Rang mit dabei. Einige sind Bronze, aber es gibt auch welche, die sind Unreal. Ey, das ist voll krass, ne? Ich würde sagen, ich wähle jetzt hier einfach mal jemanden aus und dann treffen wir uns gleich im Spiel wieder. Wenn ihr mich kostenlos supporten wollt, Leute, dann benutzt auf jeden Fall gerne meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop. Danke auf jeden Fall an jeden, der es macht. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, ob wir jetzt hier jemanden finden werden. Okay, das kann, glaube ich, noch ein bisschen länger dauern. Er ist ein Soldier Boy, Mann. Ey, der Typ ist von The Boys. Ich liebe The Boys. Aber wir wollen heute mal eine Frau haben. Wie geil. Ja, ich würde sagen, Leute, das kann doch ein bisschen dauern. Wir treffen uns gleich einfach in-game wieder. Und ich hoffe, dass ich dann alles geregelt habe. Okay, Leute. Ich bin vorbereitet. Bin ich eigentlich überhaupt nicht. Wir brauchen einen anderen Skin. Iconic Skin, der kommt nicht gut an. Wir brauchen was anderes. Ich habe eine Idee. Wer ist der Typ? Oscar oder so, ne? Wir werden einfach einen Tiger spielen. Guck ihn dir an, Mann. Er ist einfach ein Löwe und gleichzeitig ein Tiger in einem. Jeder mag Tiger, Mann. Die sehen cool aus. So, jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass ich den Namen bekomme. Worüber kriege ich den Namen denn? Von der Seite? Wollen die vorab chatten oder was? Ich bin doch schüchtern, Mann. Ich traue mich nicht mal zu chatten. Geschweige denn zu reden nachher. Okay, wir warten jetzt einfach. Hoffentlich dauert es nicht so lange. Okay, Leute. Der Name ist am Start. Aber wehe, die klaut mir jetzt einer. Ihr sollt die nicht adden. Die gehört mir. So, Name eingeben. XBella21. Freund hinzufügen. Akzeptiert keine Freundschaftsanfragen. Ey, ich drehe hier gleich durch, Mann. Ich schwöre, ich habe gleich öfter hier gechattet, als ich Videos in meinem Leben hochgeladen habe. Du akzeptierst keine Anfragen. Oh mein Gott. Entschuldigung, bist du durchgedreht. Okay, versuchen es nochmal. Okay, es hat funktioniert. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Ich bin ein bisschen schüchtern, Leute. Was passiert jetzt? Ist jetzt dein Freund? Das ging aber schnell. Ist das Midas Tochter? Oh Gott, da bin ich noch aufgeregter. Soll ich Midas spielen? Nein, nein, wir bleiben beim Tiger. Wir bleiben beim Tiger. Achso, ich muss die noch einladen. Ups. Einladen. Frag mich, wann die Zeit beginnt. Beginnt die Zeit, wenn die reinkommt? Oh Gott, wir sind Voice Chat. Kann ich reden? Oh mein Gott, man hört mich. Hallo? Man hört dich nicht. Aber die Lampe blinkt. Hä, ist die Bindung getrennt? Ist die raus oder was? Meine Stimme hat sie verzaubert. Was passiert hier gerade? Ja gut, Leute, das lief jetzt irgendwie nicht so gut. Ich glaube, ich komme nicht so gut bei den Mädels an. Oh mein Gott, ich lade sie jetzt einfach noch mal ein. Hä? Geht das jetzt schon von meiner Zeit ab oder was? Hallo? Hörst du mich? Ja, hallo? Okay, sehr gut. Wir spielen jetzt so Fortnite zusammen, oder? Wir versuchen es mal. Wann geht denn die Zeit los? Eigentlich wenn wir direkt in die Runde starten, dann können wir anfangen. Okay, wollen wir Battle Royale spielen oder No Building? Machen wir No Building, ist besser. Gott, okay, wo ist das? Hier. Okay, direkt rein. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Sound? Oh, das war mein Mikrofon. Okay. Ich habe so ein Hightech-Mikrofon hier. Ich nehme nur mit so einem Billo-Headset auf von PlayStation. Ja, solange ich dich hören kann, ist das. Ist das gut mit der Stimme? Hört die sich gut an? Laut. Ein bisschen laut. Aber die hört sich gut an. Das geht so. Kannst du ein bisschen tiefer sprechen? Hallo.
Oh ja, viel besser. Okay, Bella, wie sieht's aus? Magst du Weihnachten? Wenn du Züge magst, können wir auch auf dem Zug landen. Hört man mich? Hallo? Ja, ich höre dich. Ich höre, die ignoriert mich einfach voll. Okay, wir landen auf dem Zug, weil du es gesagt hast. Bist du gut in dem Spiel? Ja, besonders auf Zügen. Okay, ich bin auf jeden Fall voll schlecht in dem Spiel. Oh. Werden wir mal sehen. Hä, es war ein Spaß, ich bin Pro-Gamer. Guck dir das doch an, ich bin Level 160. Ich spiele den ganzen Tag nichts anderes. Ja. Dann zeig mal, was du kannst. Kein Problem. Birgi-Geld wird regeln. Auf Birgi-Geld unterwegs, sag ich mal, ne? Birgi-Geld? Birgi-Geld. Kennst du es nicht? Ah, also von dem Geld, wovon du mich bezahlt hast jetzt, oder wie, oder was? Ja, das zahlt der Papa-Staat. Ah, okay. Erstmal alle Waffen klauen hier. Hast du eine Waffe? Ich hab keine. Ich hab einen Schneeballwerfer. Komm, ich heile uns kurz. Guck. Korrekt, oder? Das ist nett. Oh. Magst du eigentlich nett. Tiger? Ganz besonders weiße Tiger. Woher wusstest du das? Oh, wir kommen gut an, Leute. Naja, ich hab geraten, ne? Oh. Machst du das öfter? Spielst du öfter mit anderen? Ja, so in letzter Zeit ziemlich oft. Also so zu Weihnachten, glaube ich, sind viele sehr, sehr einsam und alleine. Das glaub ich. Und deshalb buchen die halt dann jemanden, mit dem die spielen können, zusammen. Geben die manchmal auch Trinkgeld? Darüber rede ich nicht. Ich kann dir leider keins geben, weil ich pleite bin. Ich habe gar kein Geld mehr. Ja? So pleite siehst du aber nicht aus. Oh mein Gott, was sind das für Waffen hier? Boah, da schießt da jemand. Da ist schon was im Anflug. Klatsch ihn weg, los. Lass absteigen. Los. Was, drei Stück? Tiger, fast. Ich habe noch 9 Munition. Oh, das war dumm. Ich bin tot. Ich werde sterben. Hä, hey, der ist AFK da hinten. Was ist das denn für einer? Der kriegt jetzt den Double Riss von mir. Oh. Ich habe doch gesagt, ich bin Pro-Gamer. Ich werde dich beschützen. Sehr gut. Jetzt habe ich wieder Munition, dank dir. Ich pack dich einfach in meinen Rucksack rein. Aber ich habe keinen dabei. Oh. Willst du mal ein cooles Emote sehen? Ja. Okay, wir nehmen jetzt einfach das dümmste Emote, was ich habe. Oh. Sehr schön. Hier, der Trank war eigentlich für dich. Sorry, das waren die anderen Ladies, die geschrieben haben. Du Pro-Gamer. Okay, der kam gar nicht gut an, Leute. Ich hab's versucht, Mann. Ich hab's versucht. Was soll ich machen? Was sind wir jetzt hier? Ist das deine Hütte hier? Wo sind wir hier? Ja, ich wohne hier. Warum bist du so gruselig? Ich bin gerade in meine eigene Hütte eingebrochen. Bist du eine RP-Spielerin oder was? Da ist mein Huhn, das ist mein Chicken. Der heißt Chicken Nugget. Hier. Das ist immer ein geiler Name, du. Siehst du, oder? Ja. Aber du weißt nicht, dass ich Streit mit die denen habe. Ab und zu liegen die mir auch Eier hin. Ich werde den jetzt abknallen. Das tust du nicht. Doch. Nein, lass Nugget in Ruhe. Ich muss es leider tun. Mach die Augen zu. Ey. Es tut mir leid. Ey. Ich werde es auch niemals zurücknehmen. Du Schwein. Oh mein Gott, das kam gar nicht gut an, glaube ich. Boah, das wirst du büßen. Komm, hier ist Heilung von uns beiden. Ich mach's wieder gut. Ja, klar. Okay, nimmst die Heilung alle alleine. Hey Leute, das klappt gerade nicht so Nugget gut. Nugget umgebracht. Hey, da hinten ist noch ein Chicken. Wir nennen ihn einfach Chicken Nugget, den zweiten. Oha. Ich habe eine blaue Waffe für dich. Willst du haben? Welche? Ach, wir geben mir die schlechtere. Ich will nicht übertreiben. Hier, für dich. Auf Kai. Wann kommt denn der Zug jetzt eigentlich wieder? Gar nicht mehr, weil du Nugget umgebracht hast. Alter, ja. Was für Chicken Nugget? Gibt's die nicht bei McDonald's normalerweise? Nee. Bist du Vegetarierin? Ich bin Veganerin. Echt? Veganerin. Wirklich? Was isst man den ganzen Tag dann so? Keine Ahnung. Ich bin gar keine Veganerin. Veganerin? Ist das neu? Ja. Ich vegane auch gerne. Veganerin. Ey Leute, wo wie sind wir hier? Wie auf dem Weight Train. Bist ein bisschen unheimlich, kann das sein? Findest du? Läufst du öfter mit Fremden alleine an den Gleisen rum? Ich habe immer Angst dabei. Ja, das hätte ich wenn auch, der Zug nicht kommt. Und wie ist dein richtiger Name oder heißt du Bella? Das ist eine Abkürzung. Okay, dann heißt du Isabella. Oh.
kannst 1 und 1 zusammenrechnen. Wow. Ja, meine Freundin nennt mich auch Conan. Das ist unglaublich. Conan, den Detektiv. Oh, weiß ich nicht. Conan Iduguva. Oh, die kennt sich wirklich voll aus. Tja, kennt sich richtig nicht mitgerechnet, gut aus. Dass ich das wow, kenn. Wow. Tja. Moin Leute, ab und zu auf trockener Stopp. Soll ich jetzt die ganze Heilung mittragen oder was? Nur weil ich ein Tiger bin. Ja, hier. Wollen wir ein paar Kills machen oder laufen wir hier nur rum? Das ist mein Anwesen. Wow, du hast bestimmt voll den reichen Daddy, oder? Reiche Mutter. Wie heißt die? Colgate. Colgate. Die Zahnpasta oder was? Du legst mich doch rein, du flunkerst doch. Nee. Also mit mir machst du das nicht. Colgate. Ich bin ein TikToker und ich habe 3 Leute als Follower. Colgate? Ich habe 3 Follower auf TikTok. Okay, kannst du mal hier weggehen? Dazu? Nö. Du spielst mir im Weg. Ja und? Okay, dann nicht. Geh weg. Das Gegner töten. Bist du öfter auf TikTok? Gott, das schießt irgendeiner. Nee, was ist das denn für ein Irrer? Oh Gott, das war Bobby, mein Hund. Komm. Magst du Hunde? Oh ja. Wer mag keine Hunde? Bobby ist der Allersüßeste. Kennst du Bobby zufällig? Der ist berühmt. Nee. Ich glaube, Bobby braucht einen eigenen YouTube-Kanal. Was ist das denn? Ach komm. Wäre cool, wenn du auch mal einen Kill machen würdest, so. Ja, hab ich ja gerade getan. Nee, ich hab 5, du hast 0. Was, da ist noch einer. Oh, Leute, die Waffe verzieht einfach zu sehr. Wir dürfen ihr keinen Kill gönnen. Ich muss die alleine carryen. Okay, hat's gerade erledigt. Zählt das als Kill? Ja, du hast einen Kill gemacht, sehr stark von dir. Okay, jetzt brauche ich die Munition leider, sorry. Kennst du Bobby? Lass mal zurückgehen, da sind noch was Schüsse. Ich würde, die ignoriert die Hälfte meiner Fragen einfach. Was ist das hier bitte? Die rechnen aber nach Runde ab, oder? Das geht nach Runde, ja. Boah, Gott sei Dank, ey, da gibt's auch Leute, die rechnen nach Zeit ab. Also streng dich an. Wenn wir sterben, dann ist die Runde vorbei. Ja, ich kratze das letzte Birchie-Geld gleich zusammen. Ja. Also Weihnachten wird bei mir arm sein. Bist du auch so ein einsamer Mensch? Ja, ich bin sehr einsam. Ich hab nur mich und mein Stofftier. Ja, ich weiß. Viele Leute sind hier. Er sitzt gerade auf meiner Schulter. Ich würde ihn gerne Jack nennen. Ich halt niemand anderes haben. So. Wie den Affen. Ist halt traurig, aber es ist leider so. Okay, ich rede aber mit mir selber. Ist leider so. Gott, Mini Wallaby fällt runter. Was ist das denn hier bitte? Was hat die für Lobbys bitte? Leute, da läuft ein Tiger. Oh mein Gott, das ist der Tiger. Hä? Ey, Bella, hier ist noch ein Tiger. Oh, das waren die Sieges. Die Krone gesammelt. Geil. Junge, mach mal keinen Ärger. Es kann nur ein Tiger hier geben. Boah, er hat das Medaillon. Nein, hat er doch nicht. Er hat eine bessere Waffe als ich. Hä? Wer ist das denn? Das ist ja gar kein Teammate. Okay, den haben wir. Und bist du beeindruckt von meinen Skills? Nicht mal so schlecht. Wie sieht das eigentlich aus? Bleib ich danach in deiner Freundesliste oder löschst du mich wieder? warten wir es ab. Okay, wir machen so, wenn wir einen epischen Sieg holen, dann bleibe ich in deiner Liste. Cool. Hättest du hier gar nichts mitgenommen, Mann. Das würde ich erstmal sehen. Erste Runde, erster Sieg, Leute. So sieht der Hase aus. Wo ist denn der Typ gestorben? Wo ist denn der Boss? Ist er weggeflogen? Er tot. Ja, wow. Captain Obvious hat wieder zugeschlagen. Toll, dass du es auf diese Weise erfahren musstest. Oh, wie könnte ich die Waffe noch upgraden? Ey, ich bin sofort wieder da, ne? Ich muss doch kurz das upgraden. Ja. Leute, schreibt mal eure Bewertung für Bella gerne in die Kommentare rein. Dass du schlecht bist? Ich bin voll schlecht, ja, ich kann gar nichts. Okay. Also schreibt gerne in die Kommentare rein, ob ihr sie gut findet, nicht gut findet, sympathisch, unsympathisch und so. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Ihr equippt mal kurz die Waffen hier einmal durch. Ich glaube, wie war das noch? Ja, der Griff war besser, oder? Oh Gott, ich hab's vergessen. Größeres Magazin. Der Pumpgun ist, glaube ich, fast egal. Da brauchen wir, glaube ich, das hier. Okay. Lass uns weitergehen. Das ist zu langweilig hier. Das ist ein Auto. Ja, kann weitergehen. Suchen, bis hier noch ein Auto ist. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich ignoriere sie einfach kurz. Aber wir gehen erstmal dahin. Wir ignorieren sie einfach kurz. Ich sag einfach jetzt mal 30 Sekunden gar nichts. Ich rede so mit euch, aber ich rede nicht mit ihr. Damit sie sich ein bisschen komisch vorkommt. Ich sag euch, das wird ziehen. Das ist umgekehrte Psychologie. Vielleicht denkt sie, man hört sie nicht mehr. Hier ist ein Gegner. Hier ist ein Gegner! Gott. Ist da wirklich einer? Hilfe, schnell!
Hey, ich glaube, sie labert. Schnell! Ich glaube, da ist keiner. Sie einfach reden hören. Guck mal, sie lügt. Sie lügt. Guck, sie lügt einfach. Da ist überhaupt gar keiner. Du kleine Lügnerin, ich wusste es doch. Ich habe extra so getan, als wenn du mich nicht hören würdest. Ich hab dich nicht gehört. Ich weiß, ich habe auch nichts gesagt extra. Ach so. Umgekehrte Psychologie. Da ist ein Auto, lass uns das nehmen. Ja, das ist meine G-Klasse. Stehst du auf Benzer? Wow. Arme aus dem Fenster? Mhm. Ja. Die Arme aus dem Fenster hängen dabei. Oh mein Gott, der Zug kommt. Achtung, der Zug kommt. Ich kann nicht mehr anhalten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war nicht extra. Was ist das für eine komische Runde hier, bitte? In die Zone schieben. Wie alt bist du eigentlich? Wie alt? Ja. Ja. Das kannst du ja selber rechnen. 21? Also, mein Baujahr ist 2021. Spaß. 2 Jahre alt. 2001 geboren. Oh, guck mal. Hier war noch gar keiner. Ja, das war voll der Schmutzort. Hier ist übrigens der Weihnachtsmann, ne? Los. Das ist schon romantisch, oder? Oh ja. Ich habe ein Geschenk für dich. Komm rein, da ist es. Von mir für dich. Oh. Maschallah. Oh mein Gott. Du hast das nicht... Oha, er hat's geklaut. Okay, war nur ein Spaß. Hier für dich. Extra. Mit Schalldämpfer drauf für dich. Danke, geil. So muss das sein. Guckst du manchmal YouTube oder Twitch oder so? Nee. Kennst du da ein paar Leute? Ich bin noch am Zocken, da habe ich gar keine Zeit zum Gucken. Okay. Bist du selber auf Twitch? Also auf Twitch ist nicht meine Plattform, ne. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Das ist nicht so meins. Okay, was ist denn so deins? Hängst du da viel ab? Nein, hallo, ich habe gar keine Zeit dazu. Pro-Gamer. Ja, Twitcher. Twitter? Ja. Oha. Spaß. Du bist eher so die Lustige, kann das sein? Ja, muss dich beschützen, oh mein Gott. Okay, verrat mir mal schnell ein Geheimnis von dir. Also wie die ganze Zeit schon. Verrat mir mal schnell ein Geheimnis von dir. Ja, ja. Dann sag ich auch eins. Ich bin eigentlich 88. Okay, ich muss dann auch los, ne? Danke, tschüss. Ich bin eigentlich Gollum. Ach du Scheiße. Oh Gott, Leute. Mein Schatz. Oh Gott, wer ist das? So? Das reicht dir das jetzt? War das gerade dein Bruder bei dir? Ja. Da kam so Stimme aus der Hölle irgendwie. Niemand hat hier zu sagen! Ey, die Gegner kommen auf uns zu, ne? Die sind unter uns. Standbild. Ja, die Gegner kommen! Ich Standbild. Ist sie weg? Standbild. Nein, das geht aber nicht von meiner Geldzeit ab, oder? Die kommen jetzt hier hin. Ich kann mich nicht mehr bewegen. I can't move it anymore. Ja, super, die Gegner kommen hier hin und die kann sich nicht bewegen. Du musst mich jetzt beschützen. Ja, wow, wie viele sind hier? Obwohl ich dich beschützen muss. Ich hab 2 Medaillons. Ich klär den Hase schon, keine Sorge. Oh, oh. Ja. Oh, der nächste tot? Das sind die übelsten Schwitzer hier. Oh, nächstes Medaillon. Kann man das schießen? Ich hab alles im Griff, du bist schon tot, aber kein Problem. Oh, ich bin schon tot? Was? Ich brauch mal ein bisschen Concentration jetzt hier. Ich will den epischen noch holen. Glaub ich nicht, bei mir stehe ich noch. Ja, du bist schon lange tot. Wir sind voll die Schwitzer unterwegs. Oh. Oh Gott, der nächste müssen wir mal in die nächste Runde gleich. Was für nächste Runde? Ich hab hier alles im Griff. Okay, sie ist schon mal tot. Die Frage ist, wie viele sind jetzt noch am Leben? Leute, wir schaffen das schon. Geil. Ich bin einfach der nette Freund von nebenan. Hab ich mich gut geschlagen? Warte mal in der Lobby auf dich. Schreibt's gerne in die Kommentare rein. Ich regel den Hasen hier schon. Keine Sorge. Ist auch nur 1 gegen 4. Oh Gott. Hat noch irgendwas dabei gehabt, was gebrauchen kann? Ich glaube, es lag am Gollum. Als ich rausgeflogen bin. Was denn? Wuhu! Du Nosekin, Alter! Weg mit dir! Ist hier doch irgendwo einer? Ich schmeiß dir jetzt einfach weg. War schön mit dir, Bella, aber ich muss dich jetzt rausschmeißen. Achtung und tschüss. Die lebt immer noch. Wohin musst du mich denn hinschmeißen? Du bist noch von der Insel runtergefallen, alles gut. So, wir strengen uns jetzt an, Freunde. Oh. Wir holen den epischen noch. Ja, auch wenn die ein bisschen komisch ist. Die nächste Runde ist dann kostenlos. Nee. Ich hab nur für eine Runde bezahlt, Leute, das wird mir danach zu teuer. Lag ja an mir, nicht an dir.
Oha, krieg ich die umsonst? Ja, ich hatte ja Standbild, das kann man ja, das ist ja dann. Ja, stimmt, ne? Nicht zu verantworten hier. Oha, die sind ja voll der gute Service hier, ey. Das hat nicht so ein, krasser PC, den ich früher mal hatte. Der ist ein bisschen veraltet, vielleicht liegt es auch daran, keine Ahnung. Gott, da hinten ist einer. Aber wenn dann halt sowas passiert, dann ist ja klar, dass die nächste Runde dann halt kostenlos ist. Leute, ich habe so einen Fehler gemacht. Ich habe keine Schockwellengranaten dabei. Ich habe gar nichts zum Abhauen. Oh Gott. Egal, den holen wir uns noch. Shotty for life. Nehmen einfach das Auto jetzt. Ich sag euch, Auto ist auch komplett Meta, No-Building-Modus. Kannst du mir nicht zugucken? Warte, ich probier's mal. Sehr gut, wenn sie mir zugucken kann. Zeigen wir mal wirklich unser Skill-Level. Oh ja, hier. Ich seh's. Du sitzt im Auto drin, ne? Ja, ja, genau richtig. Ich hab ja alles im Griff. Oh, ist es deine Karre? Das ist mein Schlitten. Das hat 4000 V-Bucks gekostet. Oh. Wie kannst du das denn alles leisten? Ja, ich hab versteckte Einnahmequellen. Oh. Gott, da hinten ist einer. Oha, okay. Denk dran, wenn wir gewinnen, bleibst du der Liste drin, ne? Oh, 1 gegen 1. Leg ich mal ins Zeug. Leg ich mal ins Zeug, ich hab einfach 12 Kills geholt. Die lag am Boden, hat 3 Kills gemacht. Was ist das denn bitte? Jetzt du gegen den anderen Gollum. Was hast du denn mit diesen Gollums? Bei dir alles okay? Ja, ich liebe Gollum. Oh Gott. Gollum ist cool. Oh, der hat auch eine ganz nette Waffe. Ich sag euch doch, Leute, Auto ist komplett Meta, aber gucken, wo der letzte jetzt ist von denen. Das müsste eigentlich noch so ein Schwitzebär sein, glaube ich. Oh, da liegt aber sehr viel rum. Oh, der läuft da vor dir. Pass auf! Ja, die leidet doch mit. Ich muss kurz meine Kampftechnik machen. Oh, Karate. Ich mag Karate. Ich warte hier einfach. Ich hole jetzt den Sieg, okay? Oh. Ja. Let's go. Und Leute, let's go. Wir haben es geschafft. Gott. Erste Runde, erster Sieg hier. So macht man das am Ende einfach. Geil. Das lag bestimmt an mir. Ja, ja, seit du draußen bist, bin ich besser geworden. Du warst richtig Feuer und Flamme dafür, den Sieg zu holen. Ich komm mal kurz in die Lobby, okay? Ja. Oh Gott, Leute, wir müssen das jetzt auflösen. Ich nehme mich jetzt zusammen. Mini Wannabe. Hallo Bella, ich wollte dir noch was sagen. Hörst du mich? Ja. Ich habe das für ein YouTube-Video gemacht. Ist das okay? Für ein YouTube-Video? Ja, ja, genau. Ich wollte mir ein E-Girl holen. Und hat das funktioniert? Oh. Ja, ich denke, das ist okay. Ist auch nur ein kleiner Kanal und so, keine Sorge. Wird dich auch keiner adden oder stören oder so wahrscheinlich. Was machst du mir Angst? Muss ich jetzt Angst haben vor irgendwas? Oder vor irgendwem? Hä? Nein, 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 alles chillig, chillig, chillig. Ist es okay, dass du im Video dabei bist? Ja. Okay, chillig, chillig, chillig. Okay, dann danke für deine Zeit. Dann übt noch ein bisschen Fortnite und so, ne? Das war jetzt nicht so heftig. Und dann hören wir uns bald wieder. Du auch, ne? Weg den Tiger an dir. Oh ja. Okay, Leute, das soll es auf jeden Fall vom Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne kostenlos Like und ein Abo da. Tragt meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop ein. Und dann hören wir uns im nächsten Video wieder.